sind schon früh wach. Guck mal, da ist nicht ist eine Katze. Ja? Die sich die ganze Zeit ihre Barthaare schon wegmachen, aber ist ja nicht schlimm, ein Kind. Nee, wir gehen jetzt auf dem Karnevalszug. Wir fahren zu meinem Onkel. Hallo. Na, ich habe... Eigentlich wollte meine Schwester mir... Nein, lass das. Ja, ja, Katze bist du. Genau, wenn du das dann wegmachst, bist du keine Katze mehr, ne? Guck mal, ihre Ohren sind auch so süß, ne? Da. Ja, ein Buch, ne? Das mir hat ein Buch im Rucksack und Autos. Ne? Ja? Ne, auf jeden Fall, meine Schwester hat... Ich habe sie gefragt, ob sie mir ein Kostüm leihen kann. Aber da hat sie irgendwie nicht geantwortet, da hatte ich Angst, dass ich nachher nichts habe, weil sie dann vielleicht eine Größe nichts hat. Da habe ich ihr diese Katze gemacht. Da hat meine Schwester mir gestern gesagt, dass sie doch was hat. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich mache ihr das mal fertig, weil sie Katzen so liebt. Ich weiß nicht, ich wollte mal sehen. Hallo hier. Ja. Wollte mal sehen, wie das aussieht. Und irgendwie sieht es ganz süß aus, oder? Ja. Schon mal eben schnell gemacht, ne? Doch ein kleines Puschelschwänzchen. Zeig mal. Da. Da hinten, seht ihr das? So siehst du mal aus, oder? Freut sich auf jeden Fall, guckt die ganze Zeit in den Spiegel. Naja, wir wollen jetzt auf jeden Fall dahin. Ich versuche jetzt bestimmt schon die ganze Zeit wach zu kriegen, aber ihr kennt das ja. Und ja, ich bin so halb fertig gemacht. Ich habe überlegt, weil wir ein bisschen längere Autofahrt haben, dass ich mich im Auto schminke, wie immer. Und davor holen wir uns noch ein bisschen was zum Löschen, ein bisschen Brötchen und so. Deswegen frühstücken wir auch nicht zu Hause, frühstücken im Auto. Und das war's eigentlich. Jetzt müssen wir nur den Papi wach kriegen. Und dann geht's los. Guck mal, wie rot ich hier bin. Aber es ist schon viel besser geworden. Wenn ihr mich in anderen Videos vor ein paar Monaten gesehen habt ohne Schminke, dann sah ich noch schlimmer aus. Und ja, wir sehen uns nachher weiter. Hey Leute, wir sind jetzt gleich da. Wir sind natürlich wieder zu spät, aber nicht extra. Kam eine Sache auf die andere auf der anderen drauf. Wir haben jetzt ein bisschen gegessen, das Auto ist voller Krümel, deswegen freut sich. Und wir sind jetzt gleich da rum, schauen wir mal, wie es sein wird. Hier ist das Wetter auch ein bisschen besser, ne? Bei uns war es so richtig dunkel und so, und hier geht es so, das ist halt so bewölkt, aber es ist angenehm. Ich muss auflegen, mein Schiss hat zu an, weil ich bestimmt zu spät bin. So, also die warten noch auf uns, das heißt, wir müssen nicht, weil wir wollen jetzt alle zusammen danach noch woanders hinfahren, da wo der Karnevalszug ist. Deswegen ist es halt doof, dass wir so spät sind, aber mein Schiss kam zum Glück auch zu spät. Also bin ich alleine so zu spät, aber die war halt immer noch eher da als die Eiriger. Ihr versteht das schon. Ich bin nicht zu spät, ich bin pünktlich. Nein, um 10 Uhr war eigentlich abgemacht. Ich bin immer pünktlich, weil die ganze Welt dreht sich nach Hussein. Genau. Ja. Okay, wir sehen uns dann nachher. Wir sind zu Hause und wir sind so platt. Das Mich ist im Auto eingeschlafen und es hat so geregnet. Also es ist wie ein Wasserfall. Man hat kaum die Straße gesehen. Also wir sind auch froh, jetzt zu Hause angekommen. Es ist dann echt noch nass geworden mit ganzen Haaren und alles. Nur weil ich ausgestiegen bin aus dem Auto. Naja, jetzt sind wir alle zu Hause. Das Mich spielt mit ihren Bällen, die sie ergattert hat. War wirklich schön da. Also sie hat auch so Bälle bekommen, so kleine Kuscheltiere und so. Sie hat echt Spaß gehabt, ist da rumgehüpft. Teilweise war sie auch zwischendurch ein bisschen platt. Ich habe gedacht, vielleicht schläft sie ein bisschen, aber wollte sie nicht. War natürlich alles viel zu aufregend. Ja, dann ist ja bei mir zum Rückweg. Also danach waren wir nochmal bei meinem Onkel und haben halt also noch eine Kleinigkeit gegessen, ein bisschen gequatscht. Und dann ist mein Akku auch leer gegangen. Konnte ich auch nicht, dann nicht mehr filmen und gar nichts mehr machen. Aber jetzt sind wir zu Hause. Ich habe meinen Akku ein bisschen aufgeladen. Wir werden jetzt noch ein bisschen... einfach nur chillen, weil die Kleine hat jetzt gerade im Auto geschlafen. Die spielt jetzt ein bisschen mit den Bällen, wie gesagt. Und dann geht's auch in die Haier. Also Essen nachher, also Abendessen und dann Haier, ne? Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachtdien, wenn ihr das Video guckt. Abonnieren nicht vergessen. Tschüssi. Ich weiß, ich muss meine Nägel machen.
Komm, wie schlimm das heute geworden ist. Aber naja. Mach ich morgen. Ciao.